Jawohl, Freunde. Ich bin gut drauf und ich hoffe natürlich ihr auch, denn es ist Zeit für die erste Folge von Frag Mazda. Und heute dreht sich alles um das Thema Apple CarPlay und Android Auto. Also nicht lange rumreden, los geht's. Ich bin der Gerrit und der ein oder andere von euch kennt mich wahrscheinlich schon. Ich war bei Grip zu sehen. Habe meinen eigenen Auto-YouTube-Kanal namens Fahr doch. Und letztes Jahr war ich schon bei der Mazda Garage dabei. Aber nicht vor der Kamera, sondern dahinter. Jetzt ist es Zeit für einen Perspektivenwechsel, denn es gab schon einige Fragen von euch. Deshalb brauche ich jetzt erstmal Hilfe. Und zwar am besten von Michael vom Kundeninformationszentrum. Der sitzt da schon. Der wird uns jetzt mal weiterhelfen. Michael! Ja? Hallo Gerrit. Grüß dich. Alles gut? Alles gut. Vielen Dank. Oh, Dankeschön. Wie gefällt's dir? Sehr gut. Aber was mir noch mehr gefällt, ist, dass wir zusammen jetzt die gemeinsame Idee an den Start bringen können. Mhm. Denn uns erreichen ja unglaublich viele Nachrichten tagtäglich. Erzähl doch mal, wie viele sind es? Welche Fragen sind es? Bei uns im Mazda Kundeninformationszentrum kommen täglich zwischen 150 und 200 Kundenanfragen auf. Ja. Per Telefon, per E-Mail. Der klassische Brief ist nach wie vor noch mit dabei. Ach, Wahnsinn. Großes Volumen, auch in den letzten Jahren immer weiter gestiegen von Jahr zu Jahr, natürlich die Social-Media-Kanäle. Erzähl doch mal, was sind denn das für Fragen? Also generell sind es sehr individuelle Fragen von Kundenseite. Und das ist auch so das Spannende, was wir jeden Tag erleben. Es sind natürlich die meisten Fragen, beziehen sich aufs Fahrzeug selber. Und wahrscheinlich auch zu den verschiedenen Fahrzeugmodellen, ne? Neue Techniken und sowas. Ganz genau. Jeder Kunde, der sich Mühe gibt, uns zu kontaktieren, hat natürlich auch eine Antwort verdient. Mhm. Aber immer wiederkehrende Fragen zum Beispiel, dafür haben wir jetzt natürlich dich mit dabei, mhm. Gerrit. Wenn ihr Fragen rund um das Thema Mazda habt, dann schreibt das jetzt sofort in die Kommentare auf Facebook, auf Instagram und natürlich auf YouTube. Und dann gibt es jede zweite Woche hier auf unserem YouTube-Kanal eine neue Folge am Dienstag. Also einschalten. Und zum heutigen Thema, erzähl doch mal. Was uns in letzter Zeit sehr viel bewegt hat, ist das Zubehörthema zur Apple CarPlay Android Auto. Da fragen die Kunden jetzt verstärkt nach Umrüstmöglichkeiten. Zum Teil, in welchem Fahrzeugmodell ist es schon Serie verbaut? Und natürlich, wie oft im Leben halt, die Frage nach dem lieben Geld, was so eine Umrüstmöglichkeit kostet. Ja, also ein super aktuelles Thema. Ja. Und das ist auch mein Stichwort. Michael, ich sag schon mal vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne, Gerrit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt geht's ab in die Werkstatt. So, Freunde, jetzt bin ich hier in der Werkstatt und das Thema Apple CarPlay und Android Auto ist etwas zu komplex, um es drüben im Büro zu erklären. Deshalb würde ich es jetzt gerne direkt am Auto machen, mit der Hilfe von Technikexperten Thomas. Grüß dich. Hallo Gerrit. Alles gut? Ja, alles gut. Danke, dass du für uns Zeit gefunden hast. Immer doch. Also einige Leute haben ja gefragt, ne, kann man überhaupt ältere Mazdas nachrüsten? Und natürlich auch, ab wann kann man denn so ein Auto nachrüsten mit Apple CarPlay und Android Auto? Also du kannst alle Mazdas, die ab 2013 gebaut sind und die das MZD Connect System drin haben, nachrüsten. Das ist alles kein Problem. Das bedeutet, ein paar Fragen haben wir jetzt schon beantwortet. Aber wie so ein richtiger Umbau aussieht, ne, da müssen wir eigentlich reingehen. Das müssen wir machen, ja. Machen wir das? Okay. Machen wir, komm. So, und ab geht's. Thomas, der erste Schritt. Der erste Schritt bedeutet, dass wir eine neue Software aufspielen müssen. Und danach können wir schon loslegen? Danach zerlegen wir hier. Okay, was heißt für dich zerlegen? Zerlegen bedeutet, wir müssen den Monitor rausnehmen mit der darunter befindenden Steuereinheit, der sogenannten CMU. Mhm. Und den USB-Port, der sich hier befindet, den müssen wir rausnehmen. Und dann müssen wir ein neues Kabel zwischen dem Bildschirm und dem USB-Port legen. Und wo läuft das Kabel entlang? Das nehmen wir das Handschuhfach hier raus und dann können wir das sehen, dann läuft das hier lang. Und wie lang dauert das? Also ein Geübter macht das in so 20 bis 30 Minuten. Okay, und wie sieht das jetzt mit dem Download aus? Den Download haben wir jetzt schon draufgespielt. Das dauert so circa eine Stunde, dreiviertel Stunde. Okay. Und jetzt können wir starten mit dem Ausbau. Okay, und wo fangen wir da an? Wir fangen an mit dem Bildschirm. Wir kleben hier ein wenig ab, weil wenn man hier mit einem Schraubenzieher handwerkt und die Katschen reinmacht, dann kannst du direkt diese ganze Armatur in der Tafel erneuern. Weil dieses Teil, wenn man das rauszieht, dahinter auch sehr scharfkantig ist. Ich kenne das von mir aus. Ne? Wenn du mit dem Schraubenzieher dann da hingreifst, dann auch mit dem Tuch, dann rutscht er ab. Und dann hast du dann so einen kleinen Kratzer drin. Genau, den siehst du die ganze Zeit. Genau, den siehst du die ganze Zeit. Deswegen Safety first, Papier. Machen wir? Ja, gerne. Also, kleben wir an. Soll ich dir helfen? Du könntest dich eigentlich schon mal um den USB-Port kümmern. Okay, aber hier kann ich nichts ausbauen.
Och, doch, doch, da kannst du ein bisschen rupfen und so, alles ruhig mal, ja? Glück. Okay, hier die Mittelkonsole, oder was? Ja, ja, das machst du. Einfach, okay. Ja, ja. So, aber, oh Gott, war das richtig? Ja, das war richtig. Ja, das sieht zwar rabiat aus, ja, aber richtig. Ich habe das Gefühl, ich habe die ganze Mittelkonsole kaputt gemacht. Du willst mir nicht sagen, dass das nicht kaputt geht? Das geht nicht kaputt. Echt? So, zack. Dann nehmen wir die beiden Seitenteile weg, einfach nach vorne. Einfach ziehen, oder? Oh Gott. Oh, das fühlt sich so falsch an. Und jetzt ziehen wir die ganze Einheit nach vorne. Okay. Zack. Ein riesen Ding. So, weiter geht's mit dem Bildschirm. Okay. Also, dann kleben wir uns noch mal hier noch ein bisschen sicherheitshalber ab und nehmen jetzt den Bildschirm raus. Okay. Während du das machst, kann ich ja noch ein paar Fragen stellen. Ja. Ab wann war denn Apple CarPlay und Android Auto serienmäßig? Serienmäßig ist bei dem neuen Mazda 3. Okay, also ein sehr aktuelles Thema. Genau. Sehr aktuelles Thema, genau. Mhm. Alle anderen Autos davor, die konnten oder können alle nachgerüstet werden? Können nachgerüstet werden, wie ich gerade sagte, ab 2013. Jeder, der dieses System verbaut hat. Ah, okay. Was machen wir mit dem jetzt? Den lassen wir jetzt erstmal draußen liegen, weil wir uns jetzt hier um die Kabel kümmern müssen. Okay. Oh nee, noch mehr Kabel, ey. Noch mehr Kabel. Ich hätte hier einen Bildschirm zu verkaufen. Willst du den Bildschirm kaufen? Also, ich gebe dir jetzt die Kabel da durch. Okay. Siehst du sie? Warte. Ja, absolut. Dann lass sie so circa 10 cm raushängen. Mhm. Dann fixierst du sie hier. Es geht nie was über ein paar Kabelbinder, ne? Die retten dir immer den AA. Während du den Bildschirm einbaust, ne, habe ich noch mal eine Frage für dich. Wolfgang würde gerne wissen, ob er die Navigation auch weiterhin ohne Smartphone nutzen kann. Er kann natürlich die originalen Mazda-Navigation weiterhin nutzen. Okay. Das ist kein Problem. Das ist schon alles angeschlossen, ne? Diesen Nudelsalat, den kriegst du niemals dahin mit deinen großen Fingern. So, eins. Und rein mit der ganzen Schose. Die nächste Frage übernehme ich mal. Die kommt vom Viktor. Er fragt, welche Smartphones sind denn überhaupt kompatibel und braucht er denn unbedingt USB-C als Schnittstelle? Also beim iPhone, da braucht er mindestens das iPhone 5 mit der Softwareversion iOS 7.1. Mhm, genau, bei den Android-Modellen, weißt du das? Na, aber du, glaube ich. Nee, genau, Betriebssystem 5.0 mit Lollipop. Ja. Genau, und dann kannst du gleich loslegen. Wie war das nochmal mit der Schnittstelle? Stimmt, sehr gut, danke schön. Ja, die braucht man gar nicht, das ist einfach ganz normal USB. Da braucht man kein USB-C. So, dann machen wir die Verkleidung wieder dran. Zack. Sehr gut. Ist klar. So, und jetzt binden wir uns an den unteren Port. Okay. Drücken und dann kommt man das ganze Spiel nach vorne raus. Was machen wir mit dem jetzt? Den kannst du dir an den Weihnachtsbaum hängen oder, keine Ahnung, wenn du das Auto mal wieder verkaufst. Den neuen erkennst du daran, dass er hier dieses Zeichen hat. Ja. Und diesen USB-Port musst du nachher nutzen, um CarPlay oder Android Auto zu nutzen. Alles klar. Der passt dann auch einfach rein und dann klack, fest, fertig. Super. Ja? Jetzt müssen wir uns nur wieder ums Kabel kümmern. Ja. Damit wir den Anschluss nicht verpassen. Zack. Den brauchen wir nicht mehr. Mal alle dran. Mhm, ja. Dann bauen wir die Bude wieder zusammen, gell? Et voilà! Sitzt, hält. Boah, Thomas, das war eine ganz schöne Arbeit, ey. Aber ich fühle mich gut. Das ist eine richtige Genugtuung hier. Ja. Haben wir noch irgendwelche Schrauben vergessen? Nö, alles dran. Dann würde ich mal sagen, dann kommt jetzt Kabel der Moment der Wahrheit. Ja, Kabel und ein iPhone. Wie gesagt, an der Buchse mit dem oben anstecken. So, bam, da haben wir es doch. Genial, guck mal. Et voilà. Perfekt. Also ich bin erstaunt, ne? Wir haben das innerhalb von 20 Minuten hinbekommen. Ja. Rucki zucki. Haben wir gut gemacht, ne? Haben wir gut gemacht. So ein gutes Team. Ja. Bam. Aber eine Frage wäre da noch. Ich meine, wir haben das Ganze jetzt umgebaut, wir haben die Software draufgeladen. Das hat ja auch eine gewisse Zeit gedauert. Wie viel kostet das Ganze? Da jeder Mazda-Händler ein eigenständiges Unternehmen ist, variiert der Preis natürlich auch ein wenig. Du kannst so mit ca. 350 Euro rechnen. Aber ich würde auch empfehlen, es bei Mazda-Händler machen zu lassen, weil ein bisschen tricky ist es ja schon. Ja, haben wir gemerkt, ne? Und wir haben genug geschwitzt. Ja. Alles klar. Thomas, vielen lieben Dank, ne? Kein Problem. Ich gehe zurück ins Büro. Ciao. Yes, Freunde, genau so sieht es ab jetzt aus. Und damit wir eure Fragen besser channeln und natürlich auch finden können, benutzt den Hashtag FragMazda auf Facebook, Instagram oder hier direkt unter dem Video. Also schreibt drauf los
und fragt, was ihr schon immer zum Thema Mazda wissen wolltet. Und dann gibt es die nächste Folge wieder in 2 Wochen. Dienstag, 16 Uhr. Also einschalten und natürlich liken und abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder dort. Tschüss, euer Gerrit.